Ich habe noch ein bisschen was auf dem Herzen, was ich euch mitteilen möchte. Der Herr macht da mit mir so auf eine ganz besondere Art ein Reden oder ein Erkennen seines Willens oder was er mir mitteilen möchte, weil ich das nur auf bestimmte Art und Weise verstehe. Und das sind immer sehr praktische Sachen. Und jetzt erzähle ich euch mal ein Beispiel von uns zu Hause aus meinem Leben und dann könnt ihr einfach besser verstehen, was mit diesem Feuer gemeint ist. Das Feuer Gottes. Der Martin hatte ja gesagt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott redet aus dem Feuer und das Feuer kommt von oben. So, und jetzt sage ich euch, im Psalm lesen wir ja ein Wort auch, da heißt es, unser Gott kommt und er wird nicht schweigen, Feuer frisst vor ihm her und ringsum stürmt es. Wir haben zu Hause einen Holzofen. Und jetzt erzähle ich euch von meinem Holzofen. Das ist nämlich ganz was Besonderes. Den hatten wir uns angeschafft, weil wir da vorher so einen Kamin hatten und das war nicht so toll. Und dann haben wir gesagt, als wir renoviert haben, wir stellen uns da einen Holzofen hin. Und so ein Holzofen, das ist eine echt geniale Erfindung. Und als der installiert wurde, da hat der Techniker gesagt, ja, also dieser Ofen ist schon was Besonderes, ich muss Ihnen noch eine Einweisung geben, wie Sie das Feuer machen. Und da habe ich gedacht, der ist ja blöd. Jeder Mensch weiß doch, wie man Feuer macht. Ne? Wie macht man Feuer? Man nimmt einen Stapel alte Zeitungen, knüllt die zusammen, unten rein, Holz drauf, Flamme rein und das Ding brennt. Und so habe ich das auch. Ich meine, ich wollte ihm ja auch was beibringen. Ich habe dann gesagt, wie man das macht. Und da hat er gesagt, nee, so nicht. Wissen Sie, die meisten Leute denken, so macht man Feuer, aber das ist trotzdem nicht richtig. So macht man das Feuer in diesem Ofen nicht. Da habe ich gedacht, das ist doch Quatsch, das ist doch ein ganz normaler Ofen. Ofentür auf, Zeug rein, Ofentür zu. Und wieder hat er gesagt, nee, so nicht. Da habe ich gesagt, aber es wäre günstig, wir haben so viel altes Holz auf dem Dachboden, das ist so mit Farbe dran und ein bisschen abgeblättert, das ist noch von meinem Papa und manchmal auch ein paar Nägelchen drin, macht doch nichts, stopfen wir alles in den Ofen. Ich glaube, der hat noch nie so Leute gehabt, die so einen Ofen gekauft haben bei ihm und dann hat er dran gezweifelt, ob wir das jemals verstehen. Und er hat immer wieder gesagt, ich sage Ihnen, wie das geht und das müssen Sie so machen. Denn nur dann brennt dieser Ofen richtig. So, alles gut. Das alte schlechte Holz durften wir schon mal nicht nehmen, weil da war nämlich Farbe dran, das verrußt den Ofen. Zeitungen, ganz schlecht, die Asche verstopft alles, weglassen. Da dachte ich, da bleibt ja nicht mehr viel. So, dann hat er angefangen zu erklären, wie man Holzscheite stapeln soll. Das ist doch blöd, oder? Da hat er uns das wirklich gezeigt, wie man die stapeln muss. Die dicken Scheite unten hin, kleine Späne drauf und ganz oben drauf diesen, wir haben da so wachsgetränkte Anzünder und der kommt ganz oben drauf. Da hat er gesagt, und dann zünden Sie es an. Ich dachte, das brennt nie im Leben. Wie sollen denn Feuer von oben brennen? Ich dachte immer, das Streichholz steckst du doch unten dran, damit es von unten schön hochfackelt. So, er hat uns das vorgemacht und es hat bei ihm auch funktioniert. Und nach ein paar Mal üben haben wir es auch geschnallt und es funktionierte bei uns auch. Das Feuer kommt von oben. Das Feuer kommt von oben. Das Feuer kommt von Gott. Wisst ihr, wenn ich da sitze vor diesem Holzofen, dann kann man so durch diese Glasscheibe gucken und dann fängt der Herr mit mir an zu reden über die Dinge in meinem Leben. So was bei uns so abgeht, wie das ist, was da ist, was so anliegt. Und da war das auch so, dass er gesagt hat, mein Feuer
kommt von oben. Ich bin das Feuer in deinem Leben. Nicht du von unten legst das Feuer. Das Feuer muss von oben geschenkt werden, damit es brennt. Wenn ich da so sitze und gucke, wie das Feuer so brennt in diesem Ofen, dann denke ich manchmal, das Feuer kommt gar nicht innen aus diesen Holzscheiten raus, sondern es umspült wie eine Flüssigkeit diese Holzscheite und dabei werden sie verzehrt. Wenn du dich dem Feuer Gottes aussetzt, umspült er dein Leben und er verbrennt das, was in uns ist, was nicht zu ihm gehört. Und es verzehrt dich ganz. Es verzehrt das, was nicht zu ihm gehört. Und manchmal gibt es dann diese Situation in diesem Holzofen, da ist dann nur noch runtergebranntes Holz, nur noch Glut. Und dann merkt man, dass die Wärme nachlässt. Das Licht lässt nach, die Wärme lässt nach. Und du denkst, okay, war das alles jetzt? Und dann weiß ich von diesem Techniker, der gesagt hat, nicht zu früh die Ofentür aufmachen, denn sonst hast du diesen ganzen Qualm im Raum. Und deine Decke, die schön weiß gestrichene, die ist dann nach einem Jahr irgendwie graubraun, schwarz. Und der Herr hat mit mir wirklich darüber gesprochen, dass ich auch manchmal das Gefühl hatte, es ist ja nur noch Glut da. Ich hatte brennende Momente, wo ich dachte, ja, hinter dem Herrn her, alles aufgeben. Alles hinter dem Herrn herjagen, nur noch das, nur noch weiter. Und mich selber verzehrt dabei, weil es nicht das war, was er wollte, sondern wo ich gedacht habe, das Feuer bestimme ich. Ich sage, wie viel hier brennt und habe nicht gemerkt, dass es fast Asche wurde. Wenn du heute hier bist und du hast diesen Eindruck in deinem Leben, es ist Asche geworden. Dieses Brennen ist nicht mehr da. Ich habe mal gebrannt. Ich bin mal hinter dem Herrn her gewesen. Es ist eine gute Gelegenheit, heute Abend das nochmal zu erneuern. Der Herr sagt in seinem Wort, ich werde den glimmenden Docht nicht auslöschen. Da ist noch Feuer unter dieser Glut. Und wenn er mit seinem Heiligen Geist da reinbläst, wird diese Glut wieder angefacht. Vielleicht sagst du, ach Mann, das war jetzt schon echt, ich weiß auch nicht, ich habe nicht mehr so viel Hoffnung, dass da noch was kommt. Bleib dran. Dann gibt es noch einen Zustand in diesem Ofen, nämlich, wenn die Asche wirklich runtergebrannt ist, dann ist da nichts mehr. Das ist der Augenblick, wo man dann die Ofentür aufmacht, neues Holz rein, Ofentür zu. Und dann, da war ich am Anfang so total verunsichert und heute geht es mir manchmal noch genauso, dann sitze ich vor diesem Ofen und warte auf das Feuer und es kommt nichts. Und dann wartest du und wartest und denkst, also ich müsste was unternehmen, dass jetzt endlich dieses Brennen wieder anfängt. Da gibt es dann unten so eine Luftklappe. Und dann bin ich immer versucht, hinzugehen, Luftklappe und machen und tun. Und der Herr hat gesagt, nicht die Dinge, die ich für dein Leben bestimmt habe, selber machen. Wir sind alle so Macher, wir sind so deutsch. Wir wollen auch die Dinge Gottes selber machen, die Glut selber wieder zum Leben bringen. Was unternehmen? Und dabei wissen wir aus der Bibel, dass diese Eigeninitiativen nicht immer so die Gesegneten waren.
Sarahs Eigeninitiative war nicht wirklich klug und nicht so, wie Gott das dachte. Dieses Warten, dass endlich dieses Feuer wiederkommt, das ist was, was mir wirklich schwerfällt. Es ist so dunkel, es ist so schwarz, es ist so nichts. Und dann spricht der Herr mit mir darüber, dass viele, auch von euch viele, schon lange auf eine Bewegung Gottes warten. Viele warten schon lange, dass sie durch Gottes Hand im Bereich Heilung berührt werden. Viele warten schon lange auf eine Beziehung, die von Gott gesegnet ist, auf Kinder, die Gott schenkt. Egal in welchem Bereich, du wartest vielleicht schon lange. Und es tut sich anscheinend nichts. Und so geht es mir manchmal, wenn ich da vor dem Ofen sitze. Anscheinend tut sich nichts. Ist alles nur noch Asche. Wenn das Holz wieder neu drauf liegt, brauchst du nichts mehr zu machen. Wenn du dein Leben neu dem Herrn hinlegst, dann wird er für das Feuer sorgen. Bei meinem Holzofen ist das nämlich so, ich sitze und warte und auf einmal, paff, ist eine Flamme da. Manchmal erschrecke ich mich, weil es ist ja so dunkel rundherum gewesen und auf einmal ist das Feuer da. Dann, wo ich es gar nicht mehr erwartet habe, wo ich aufgegeben habe. Ich bin nicht unbedingt so der Typ, dem Warten so gut liegt. Ausharren finde ich einen sehr schwierigen Begriff in der Bibel. Dranbleiben finde ich auch ein bisschen langweilig. So, das ist nicht so meine erste Tugend, langen Atem zu haben und zu warten, dass Gott was tut. Und trotzdem weiß ich aus meinem Leben, dass ein Warten und auf ihn harren, auf ihn warten, stehen bleiben, dranbleiben, gute Sachen sind, die der Herr mir ins Herz legt und wo er mit mir übt. Wo er sagt, Schatzi, bleib ganz cool. Ich mach das. Ich bring das Feuer in deinem Leben zustande. Du brauchst nicht selber ruckeln und machen und tun. Alles, was ich brauche, ist, dass du dich zur Verfügung stellst. Alles, was dieser Holzofen braucht, ist, dass ich das Holz hinlege und es in Ruhe lasse. Heute Abend bist du vielleicht da und sagst, Mensch, ich habe schon so lange, Jahre gebraucht und jetzt bin ich endlich an dem Punkt und jetzt will ich unbedingt was haben. Es kann sein, dass der Herr dich herausfordert und sagt, stay cool, warte, warte auf meinen Zeitpunkt, warte auf das, wo ich ganz plötzlich das Feuer, die Flamme hochgehen lassen werde. Ganz plötzlich. Und wenn diese Flamme kommt, wird sie alles verzehren. Sie wird dieses Holz umspülen und sie wird es völlig aufzehren. Und es wird Wärme abgegeben. Und diese Wärme ist das, was die Menschen um uns herum brauchen. Du musst Wärme haben, Feuer haben, auch für andere. Verbrauch das Feuer nicht nur für dich selbst. Feuer ist etwas, was du weitergeben kannst. Ermutige andere. Sprich mit anderen darüber, dass Gott mehr hat. Dass es da etwas gibt, was du noch nicht entdeckt hast in ihm. Wo es wirklich noch Grenzen zu überschreiten gibt, die du dachtest, dass es der Endpunkt wäre oder eine Grenze wäre. Lass dich völlig verzehren von Gott. Er schafft das Feuer in deinem Leben. Es ist sein Feuer, nicht dein eigenes. Auch wenn du warten musst, Gott verpasst dich nicht. Er hat Zeitpunkte und Zeiten gesetzt für dich, für dein Leben und für unser Land. Und lass sein verzehrendes Feuer den Unglauben wegnehmen.
und lass ihn in deinem Leben wirken. Er wird Wärme geben, er wird dir Licht geben, er wird das hell machen, was dunkel ist. Lass dich von ihm entzünden, heute Abend und überhaupt. Auch wenn morgen das wieder woanders hingeht, nach Hause geht, in deine Umstände, in deine Lebensbeziehungen, was auch immer. Lass dich heute Abend noch beschenken. Lass heute noch dieses Feuer in dich gelegt werden. Sag, Herr, hier bin ich. Ich habe nicht so viel, aber das, was ich habe, das bringe ich dir. Und du wirst was draus machen. In dem Namen Jesus.